Willkommen zum ersten nachhaltigen Kleiderschrank in diesem Jahr. In diesem Format möchte ich euch zeigen, dass man durchweg Secondhand Kleidung auch kaufen kann. Mein Kleiderschrank sieht so aus, man kann grob sagen, zu 95% trage ich Secondhand Kleidung. Zu einem ganz geringen Teil, sagen wir so 3-4%, trage ich nachhaltige Kleidung von nachhaltigen Labels. Und ein ganz geringer Teil, also wirklich so ein ganz geringer Teil, manchmal kommt man echt nicht drum herum, ist konventionell. Also, aber wie ihr schon merkt, das allermeiste, was ich trage, ist eben Secondhand-Mode. Und mit dem nachhaltigen Kleiderschrank möchte ich halt euch einfach nochmal wachrütteln. Erstens, es ist so viel Kleidung auf dem Markt, da kann man sich locker bedienen. Zweitens, braucht man einfach nicht ständig neue Klamotten. Shoppen ist keine Freizeitbeschäftigung. Das ist definitiv Fakt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit dem ersten Outfit. Ich habe wieder mein schlaues Büchchen in der Hand, weil jetzt doch ein paar Tage dazwischen gelegen sind und ich oftmals auch nicht wirklich Outfits trage. Also ich ziehe das auch ganz arg in die Länge, Klamotten einfach mehrfach zu tragen. Und ihr wisst ja, das Waschen von Kleidungsstücken, das ist Stress für die Kleidungsstücke, ne? Und es ist gar nicht so blöd, zum Beispiel Pullis, die ihr nicht so viel anzieht, dass man die zum Beispiel nur lüftet zum Teil, ne? Also versuche ich irgendwie auch so zu handhaben und ich fahre mit der Methode recht gut. Ich merke immer an Kleidungsstücken wie jetzt T-Shirts, ich habe ein paar nachhaltige T-Shirts, die ich beim Sport anziehe, die lassen dann schon eher nach, wenn man sie ja regelmäßig anzieht und ständig wäscht. Und da sieht es dann schon anders aus. Wir machen jetzt mal mit Outfit Nummer 1, fangen wir mal an. Da trage ich einen Fliederpulli von Michalski. Tatsache habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden. Für wenig Geld, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Ding schon so lange, das ist glaube ich eins meiner ersten Teile, die eben auch in meinen Kleiderschrank gewandert sind, fest in den Kleiderschrank gewandert sind. Und der darf auch nicht mehr gehen, der ist schon wirklich, den habe ich schon echt lang. Dazu trage ich meistens immer eine Leggings. Ich habe aber auch schon die enge Esprit-Hose getragen. Und ich trage da dazu meine Dogs. Und ich bin ja Veganerin und bei den Dogs scheiden sich die Geister. Meine Dogs sind auch gebraucht. Ich kaufe kein Leder neu, nur gebraucht. Und ich wollte schon länger jetzt so Dogs haben und liebe die Schuhe auch echt. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich die eingelaufen habe. Und da scheiden sich wirklich die Geister. Also einerseits, ich verstehe echt beide Parteien, dass die einen sagen, es ist nicht so vegan und dass die anderen sagen, das ist vollkommen in Ordnung, ist ja schon auf dem Markt. Bin da selber immer kritisch, aber allgemein bei meinen Klamotten, wenn ich viel Klamotten kaufe, brauche ich das, muss ich das haben. Das sind auch immer so Hintergedanken, die man hat. Im Outfit Nummer 2 trage ich mein Cocaine-Oberteil und da kann ich euch wirklich den Tipp geben, Momox Fashion macht das eher, Selby macht das nicht. Dass man sich Sachen ausguckt und ich kann mir noch daran erinnern, das Teil wollte keiner. Und ich habe das halt wirklich dann für... Das war nicht mal mehr im zweistelligen Bereich, im einstelligen Bereich habe ich mir das dann geholt. Ich merke die Art und Weise, wie das geschnitten ist. Aber es ist nicht so ganz praktisch, weil vorne ist Bluse, hinten ist Pulli, ne? Also es ist nicht hundertprozentig praktisch. Aber man kann es schon tragen. Jetzt, zu der Jahreszeit, ist es fast immer ein bisschen zu kalt und man braucht was drüber. Aber ich liebe es trotzdem, deswegen habe ich es ja auch angehabt. Zu der ganzen Sache trage ich meine Cecile Jeans. Ist eine von meinen 4 Hosen, die ich so trage. Eigentlich habe ich 5. So eine Ersatzhose. Aber diese Cecile Jeans, die mag ich echt gerne. Passt allerdings nicht mehr so richtig, weil ich doch Fett an den Beinen abgebaut habe tatsächlich. Und das sitzt alles nicht mehr so richtig. Aber es ist okay. Wenn die zu ausgeleiert ist, dann wasche ich sie meistens wieder. Und zu der ganzen Geschichte trage ich meine Rika Boots. Im dritten Outfit trage ich meinen schwarzen Pulli von China Tricot und den habe ich noch herkömmlich gekauft, aber den habe ich auch schon mega lange. Und das ist so ein Teil, den lüfte ich. Ne? Also wenn du den zu regelmäßig wäschst, dann wird der hässlich. Und bei so dicken, fetten Pullis, die musst du nicht regelmäßig waschen, musst du einfach nicht. Weil die sitzen dann meistens auch gerade an so schwierigen Stellen wie jetzt der Achsel oder so, da sitzen die halt nicht. Und der ist halt super breit geschnitten.
Und wenn ich den anhab, dann lüfte ich den immer eine ganze Zeit lang aus und hänge den dann wieder in den Schrank und ziehe ihn dann wieder an. Irgendwann wird er dann schon gewaschen, ganz klar. Aber den versuche ich immer so wenig wie möglich zu waschen. Der hat ja hinten auch diesen Ausschnitt, der ganz lässig aussieht. Ich habe, glaube ich, schon einiges Geld bei China Tricot gelassen für den, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, bin ich ehrlich. Dann trage ich zu der ganzen Geschichte die Cheester-Hose und ich habe es immer noch nicht übers Herz gekriegt, die Originalnaht unten wegzumachen, weil ich habe da das Zusammennähen ein bisschen verkackt. In Cheester ist sehr viel Elastan drin und ich mache die Originalnaht immer an Jeans wieder ran. Manchmal muss die meisten Jeans kurze machen. Bei der Cheester musste ich dann schon so richtig viel abschneiden. Und das hat halt den Schnitt so ein bisschen verändert. Und dann habe ich die Originalnaht nicht mehr rangekriegt. Und das fällt richtig beschissen unten dran. Ja, ja, so ist das halt. Ich habe es immer noch nicht übers Herz gekriegt, wie gesagt. Und dazu trage ich meine Docs, die zur Hose aber ganz gut passen. Da fällt es nicht ganz so auf, dass die Naht unten nicht so sauber ist. Meine Punkte-Bluse kennt jeder. Die sollte ich jetzt mal ersetzen langsam. Also wenn ich so eine ähnliche nochmal finde, weil die ist von Sarah. Die ist von der Stange. Die müsste es noch irgendwo in irgendwelchen Kleiderschränken geben oder in irgendwelchen Secondhand-Shops oder so. Weil ich mag die so breit geschnitten, aber die habe ich halt jetzt schon echt mega lang und die ist voller Löcher. Wenn man die gegen das Licht hält, dann denkt man echt so, hey, scheiß Mottenfraß oder was. Aber das mache ich mir immer mit dem Gürtel. Mir passiert das immer wieder. Das ist Wahnsinn. So mache ich viele Kleidungsstücke kaputt. Das ist mir schon bei einigen passiert. Zu der ganzen Sache trage ich wieder meine Cheester-Hose. Die könnte cool sein, wenn die halt unten besser sitzen würde. Und zu dem ganzen Outfit trage ich natürlich wieder meine Docs, weil das sind momentan meine Lieblingsschuhe, muss ich an der Stelle sagen, weil jetzt sind sie eingelaufen. Im nächsten Outfit trage ich was von einer Marke, die mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Ich bin nicht so ein Markenopfer, echt nicht, aber ich habe, seit ich Secondhand kaufe, so viel Markenklamotten, die mir eigentlich scheißegal sind, wie jetzt Cocaine oder so, oder Cheester. Juckt mich echt nicht. Ich war früher so ein kleines Markenopfer, als Jugendliche jetzt gar nicht mehr und vor meiner nachhaltigen Zeit war es jetzt auch nicht mehr so arg, muss ich sagen. Blau-rot gestreiftes Shirt, wie schon gesagt, die Marke fährt mir jetzt nicht mehr ein. Das sollte man ursprünglich für einen Platzhalter sein für ein Shirt, was ich bei China Tricot gekauft hatte, was ich aber wegen Gürtellöchern kaputt gemacht habe. Das gibt's also nicht mehr. Ist es aber nicht. Das ist kein Ersatz, aber ich mag es trotzdem recht gerne. Zu der ganzen Sache trage ich wieder meine Cheester-Hose. Und weil es halt einfach so von der Kombination her einfach passt, die Docs, die passen halt super zur Hose. Das Outfit Nummer 6 habe ich jetzt schon oft getragen, weil ich es halt so von der Kombination her einfach perfekt finde. Das ist zum einen das gestreifte Shirt, was ich eben auch nicht direkt von Sarah gekauft habe, sondern eben Secondhand. Ist ein Sarah-Shirt, keine Ahnung, was sowas in echt kostet, 30 Euro oder so, 40, ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall auch wieder einen einstelligen Betrag bezahlt, das ging voll gut klar. Und ich mag den Schnitt, das ist oben so gerade, das liebe ich. Dazu trage ich meine graue Jeans und die liebe ich halt schon auch. Und ich weiß hundertprozentig, dass ich so eine ähnliche einfach wieder haben möchte. Suche auch schon nach so einer ähnlichen. Habe auch so ein paar Teile schon ins Auge gefasst im Secondhand-Bereich, weil die hebt nicht mehr so lange. Die lässt schon so ein bisschen nach zwischen den Beinen. Weil durch das, dass ich ein Lippedem habe, mache ich halt Hosen recht schnell kaputt, was echt schade ist. Und dazu trage ich meine Chelsea Boots, weil die passen einfach zur Hose, verlängern das Bein auch so ein bisschen. Arg hoch darf so ein Schuh aber bei mir nicht sein, weil sonst kann ich echt nicht dran laufen. Im nächsten Outfit trage ich meinen schwarz-weiß gestreiften Pulli und das habe ich von einem Kleiderladen hier in meiner Stadt. Ich glaube, der ist ursprünglich H&M, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil da ist einfach alles aus dem Ding rausgeschnitten. Habe ich auch, glaube ich, 4 Euro oder so bezahlt, da kann ich echt nichts sagen. Hatte vor kurzem aber so einen scheiß Kaffeefleck drin und musste das Ding zweimal waschen, weil weiß und Kaffee nicht so gut, ne?
Zu der ganzen Sache trage ich diese Cecile Jeans. Passt dann einfach. Die Waschung ist ganz cool. Manchmal auf so Bildern kommt sie mir ein bisschen zu extrem vor. Aber ich mag die Waschung von der Hose trotzdem immer noch. Ne? Also, aber wenn es zu extrem wird, wisst ihr, dieses Blau und dann das extreme Weiß. Es gibt so Hosen, das ist nicht so mein Ding. Absolut nicht. Und dazu trage ich meine schwarzen Tamaris-Schuhe. Von denen hätte ich echt nicht gedacht, dass ich die so oft in Gebrauch habe. Besonders, wenn ich zum Sport gehe. Ne, mit dem Fahrrad kurz Schuhe an, Schuhe aus. Da sind die halt perfekt. Weil da bist du rucki-zucki in dem Schuh drin. Da ist ein Reißverschluss dran und sie sind bequem. Man kann sie halt echt auch gut tragen, wenn man bequeme Schuhe anziehen möchte, wenn es nicht ganz so warm ist. Ne? Mein Pulli mit Knöpfen. Und als ich diese Selfie-Bestellung bekommen habe, boah, ich war so gemischte Gefühle. Wisst ihr, bei Selfie muss man halt eben Porto zahlen, wenn man die Sachen zurückschickt. Man muss auch so Porto bezahlen, ne? Und ich weiß noch, ich war da echt zu geizig dafür. Ich habe echt mir gedacht so, Und ich habe so gemischte Gefühle zum Pulli, weil ich hatte den anders auf dem Bild gesehen, ne? Und jetzt kam da ein grauer Pulli mit goldenen Knöpfen. Und ich fand es schwierig, weil das Ding, habe ich dann schon recht schnell gemerkt, als ich es gewaschen habe, trocknet sehr schlecht und verzieht sich auch richtig krass. Es ist irgendwie eine skandinavische Marke, gibt es bei uns nicht. Oder vielleicht gibt es das schon irgendwo in Deutschland, keine Ahnung. Aber es ist eine skandinavische Marke, die da hinten drin steht. Ich mag den Pulli, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich stehe... gemischte Gefühle zu dem Pulli, also weil der halt unten, ich fand die Idee, dass der an der Seite offen ist, ganz witzig, aber irgendwie ist es auch nicht so ganz witzig, ach, keine Ahnung. Also ich habe das Ding behalten und für mich heißt halt immer, wenn ich was behalte, dann muss ich es auch anziehen, also versuche ich es auch einzusetzen, das ist ganz wichtig. Zu der ganzen Sache trage ich meine Cecile Jeans wieder. Und dann drunter meine Docs, weil so grau und die Docs sind so Roségold, so Lack-Roségold, da passt das ganz gut. Letztes Outfit und für mich heißt auch, was ich im Kleiderschrank habe, ziehe ich auch an. Ja, und dieses Glitzerkleid mit, also von H&M, schwarz mit Glitzerfäden, habe ich auch aus einem Kleiderladen für auch so 4 Euro oder so, das war nicht viel. Und das hat leider schon an Form verloren. Bei dem Kleid ist das Problem, das muss in Handwäsche gewaschen werden. Und bei so H&M-Sachen, die danken es dir überhaupt nicht. Die fransen so aus. Das fusselt so krass. Ne? Also man probiert es ja schon immer aus, ob man es normal waschen kann, aber das geht nicht. Ne? Das Positive ist, ich trage Kompressionsstrümpfe, ist kein Geheimnis und habe halt jede Woche meine Handwäsche und dann wasche ich halt mit der Handwäsche. Hatte das Kleid jetzt schon ewig lang nicht mehr an und fühle mich auch, habe ich gemerkt, nicht mehr so hundertprozentig wohl drin, auch wenn ich mich so von außen angucke, wenn ich gerade so Aufnahmen habe, bin ich nicht mehr so hundertprozentig zufrieden. Drunter kommt natürlich eine schwarze Leggings. Und da trage ich nicht irgendeine Leggings, sondern da sind immer noch meine Tok-Tok-Leggings. Und gebt Geld für so Leggings-Hosen aus. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe früher H&M getragen und New Yorker. Und die sind nach einer Zeit dann einfach kaputt gewesen. Und die 3 Leggings, die ich von Tok Tok habe, die habe ich jetzt echt schon ewig. Kann man schon so an der Stelle sagen. Und da trage ich natürlich auch meine Docs, weil das so ein bisschen... Stilbruch ist. Einerseits dieses Kleid und andererseits dann diese groben Schuhe. Und das ist so ein bisschen mein Ding. Auch war es schon immer und es passt ganz gut. Und das bricht die ganze Geschichte nochmal so ein bisschen auf, finde ich. Wie sieht das bei dir aus? Wie stehst du zu Leder- und Wolleprodukte? Klar, wir brauchen nicht drüber reden. Fell trägt man nicht. Das trägt man einfach nicht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt halt doch so regelrecht viel Kunstleder, mit dem ich bis dato allen schlechte Erfahrungen gemacht habe. Meine Tasche fällt jetzt schon wieder auseinander, die ist aus Kunstleder. Irgendwie gehe ich mit Kunstleder nicht so gut um, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Und mit Schuhen habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht, habe ich schon zig Schuhe kaputt gemacht. Deswegen neige ich dazu, gerade Secondhand eben auch Lederprodukte einzubinden, wo ich halt einfach weiß, die sollten langlebig sein.
Da habe ich eine Weile lang was davon. Die kannst du eventuell auch zum Schuhmacher geben. Und wie stehst du da dazu? Schreib mir das gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.